Yo, what's up? It's your boy Dekana, aka The Vagabond, and you're watching La Vitrine. So, wir sind endlich das erste Mal dieses Jahr wieder bei einer Folge von Turnschuh Talk. Heute mit dem Dekana, jungen Musiker. Und ich würde sagen, bevor wir das Interview anfangen, schauen wir gerade mal an, was du so machst. Yeah, yeah. I got a bone with every instance that I get. Always get along with them and know when they stopping. And they go on the song, you can bet that I'm the livest. Something going on if you treat it like an object. Remember when I wanted the heads bobbing. Now I got a vibe and waiting to the positive. Instead of silence, like lamps. The ladders when a nigga had a crib in the cabin. When nigga was sapping. Why all these niggas in the back look like the one the ref typing treat us on the mat? Why all these niggas in the back look like the one that name's written on my badge? Yeah, like nigga, fuck you, motherfucker. Yeah, I'm looking for the pot of gold. They say it comes with a lot of hoes and a lot of foes. Your stomach rolling when you're starting like a pharaoh. Who wouldn't want to be at? Reach out to metaphor and get in touch with centerfolds. No reason to linger, bro. Let's get it going. I don't like it when I cheat it, though. Let's break that shit up quick. Homie, man, they can tell my side. We find another way to be caught and we out here. Sehr nice, was wir da gesehen haben. Dann habe ich zwei, drei Fragen, so wie ich es davor gesagt habe. Schauen wir mal rein, was du genau machst. Ja? Wie lange rappst du schon? Ich rappe seit, keine Ahnung, seit ich 14 bin. Ja. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 24. In dem Fall ist schon etwas erlebt im Rap-Game. Nein, das würde ich nicht richtig sagen, aber ich habe eben erst seit letztem Jahr richtig angefangen. So professionell, ja. Jetzt zu deinem Namen, Dekana. Was bedeutet das? Und wieso hast du den Namen gewählt? Also früher habe ich eben Phantom geheißen. Und das ist eben so wie die Schulzeit und so. Und für mich ist das einfach ein halt Bullshit-Name. Habe ich halt nachher Dekana genommen, weil das ist mein echter Name. Also ja. Das steht auf meinem Pass, for real. Damit es mehr authentisch ist. Und ich glaube, es gibt nicht so... Also du findest sicher nicht so einen zweiten Künstler, der Dekana heisst. Ist es so, wenn man dich im YouTube gerade suchen, wenn Dekana ist, kommt es eigentlich gerade. Ja, und irgendein so ein spanischer Bullshit. Wenn du gehst einen Sneaker posten, muss er bei dir eher bequem sein oder gut aussehen? Was hat Priorität? Priorität, bequem. Aber es muss auch gut aussehen. Also zuerst schaue ich, ob es gut aussieht und dann kaufe ich es. Also bestellen. Ist es bequem? Nice. Ist es nicht bequem? Next. Okay. Dann, ich habe jetzt zwei, drei Videos von dir angeschaut. Mhm. Sind alle recht professionell und auch geil umgesetzt. Von wem lässt du dich inspirieren? Thema Video oder die Leute, die dir helfen beim Video machen. Was haben die da irgendwelche Vorbilder oder so oder kommt das alles einfach aus dem Kopf? Das meiste kommt aus dem Kopf. Also sagen wir so, ich sitze mit meinem Videomaker, nachher tun wir zusammen eben das ganze Drehbuch, alles zusammenschreiben und dann tut er den Rest bearbeiten. Aber meistens ist es auch so ein bisschen Freestyle, so. Wenn man gerade auf den Moment denkt, wow, shit, das wäre ein krasser Shot und so. Also sehr viel spontane Arbeit dann Fall auch. Es ist eben kreativer, authentischer, wenn die Leute so selber machen, was sie können, weißt du, was sie wollen. Ja. So, ich will besser nachher selber eben ihre Gefühle rauslassen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Fühle. Gibt es da außen irgendeinen Schweizer Artist? Nein. Nicht? Gibt es in dem Fall keinen Schweizer Artist, wo du noch vorhast, ein Feature zu machen oder wo du im Auge hast, um irgendwann mal zusammenarbeiten? Also theoretisch sind es nicht Schweizer. Ich kann einfach Schweizerdeutsch. Ja, eigentlich Features nicht unbedingt, aber ich sehe, es hat schon sehr viele Leute da, die eigentlich sehr talentiert sind und finde ich noch krass, zum Beispiel jetzt der Pronto, der ist ein krasses hier. Die Xen natürlich, das sind halt die Standard. Oh, der Score Novi, mit dem habe ich eben schon ein Feature. Also ja, okay. Makala, all die, ja, Welschen, ja. Ein bisschen die aus dem Welschen auch noch in dem Fall. Also jetzt auch umgekehrt, wenn irgendein Schweizer Rapper das sieht und seinen Sound gefühlt hat, könnt ihr ja mal schauen, vielleicht wäre er on. Das wäre es eigentlich schon gewesen mit den Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir straight zum Sneaker Game, oder? Bist du ready für das? Hä? Ja, voll. Sneaker shit. Beim heutigen Sneaker Game geht es darum, ich zeige dir 5 verschiedene Sneaker und zeige dir dann 3 Rapper und du musst einfach herausfinden, von welchem das der Schuh gemacht worden ist. Wenn du alle 5 richtig hast, schenke ich dir ein T-Shirt. Und wenn 2 oder mehr richtig hast, also bis 5, dann kannst du einen Shoutout machen bei meinem Instagram. Was ist bei 0? Bei 0. Und dann darfst du einen Adlib machen. In meinen Tracks. Okay. Also fangen wir straight up an. Ja.
Der erste Schuh ist der komplett schwarze 4 Jordan. Zur Auswahl haben wir den Eminem, den Nas und den Game. Was denkst du? Also ich denke, es ist der Eminem, weil er weiß, es ist der Kontrast. Okay. Genau wegen dem. Und er ist meistens so gleich Farbe angekleidet wie die Schuhe. Gut, das stimmt, genau. Redet. In dem Fall der Eminem. Ein Punkt für dich, das stimmt. Sneaker on point, man, let's go, let's ich go. Ich schwöre, jetzt Sneaker. Adlib ist vorbei. Der zweite Schuh, den wir haben, der Louis Vuitton. Gefällt dir nicht? Nein, keine Ahnung. Zur Auswahl stehen Lil Pump, Kanye West oder A$AP Rocky. Also Lil Pump kann man streichen, weil er ist Gucci Gang und so. True. A$AP Rocky? Nein, ich sag Kanye West. Zweiter Punkt. Einer von den ersten Collabs von Kanye West. Der dritte Schuh ist der Vans Oldschool vom entweder Tyler the Creator, Chief Keef oder Denzel Curry. Ich sag TC, man. Felicia the Goat. Perfekt. Dritter Punkt für dich. Hast du es gewusst oder einfach wegen der Farbe? Wirklich. Schau den Chief Keef an und schau Denzel. Der ist erst jetzt raufgekommen. Tyler ist sowieso. Das sind Golf Wings oder wie die heißen. Ja, voll. Die Edition, ja. Genau, ja gut. Drei Punkte für dich. Der vierte Schuh, Reebok Classic, um genau zu sein, der ist entweder vom 6ix9ine, vom Kendrick Lamar oder Snoop Dogg. Kendrick. Vierter Punkt. Das ist gewusst, oder? Also, der Kendrick ist eben mein Lieblingsrapper. Ah, ja, gut, dann ist das erledigt. Von dem her. Aber man hört im Fall in deinen Liedern auch immer so ein bisschen Kendrick-Vibe, habe ich das Gefühl. Ja, also in letzter Zeit hat er mich sehr viel inspiriert. Der fünfte und letzte Sneaker, wo du das T-Shirt damit holen kannst, das wäre der. Das ist ein Adidas. Entweder vom Skepta, 50 Cent oder Big Sean. Also, 50 Cent sicher nicht, weil der hat mit Freebook gemacht. Shit. Okay, bin nicht sicher, aber ich sag Big Sean. Oh mein Gott, du bist ein King. 5 Punkte. Du bekommst ein T-Shirt über. Oh shit, ey. Gratuliere. Sean Down, ey, ja, ist von ihm. Der ist, glaube ich, etwa 2-jährig oder so, 3-jährig, der Collab. Mir gefällt er nicht so, aber Big Sean ist ein geiler Sieg. Ja, das wär's mit dem Sneaker Game. Wir kommen jetzt schon zu unserem letzten Punkt auf der Liste. Das wären ein paar Releases, die noch anstehen. Ich zeige dir einfach 3 Schuhe und du kannst bei jedem mit entweder Daumen rauf oder Daumen runter bewerten, ob du den gut oder nicht findest. Ja, das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Ja. Dann haben wir hier den Air Max 98 Gundam, der morgen schon rauskommt, am 18.01. Also wenn das Video droppt, ist der schon draussen. Was meinst du zu dem? Der sieht noch easy nice aus. Zwar, es ist nicht so etwas, was ich kaufen würde, weißt du. Aber einfach wegen der Farbe. Einfach zum Anschauen gefällt dir. Mhm. Also, Daumen auf. Daumen auf. Für den Air Max. Der zweite Schuh, den ich für dich habe, das ist der Einer Jordan Flyknit Black History Month, der am 1.2. rauskommt. Was meinst du zu dem? Es ist okay. Also, aber nur weil es wegen Black History Month und so. Okay. Aber nein, einer. Es ist zu basic. Also für mich ist das. Innere so. Thumbs down, ja. Yeah. Okay. Ich finde einfach noch krass, dass sie dieses Jahr das ganze Black History Month bringen, so jedes Jahr immer etwas raus. Und dieses Jahr ist es extrem fest grün-rot und das erinnert mich immer an Gucci. Ich weiß nicht wieso. Gucci? Ja, nicht. Gucci Gang. Ja. Sau komisch, aber. Eigentlich schon. Ja, gell? Ja, voll. Das heißt, ja, mit der goldigen auch noch. Ja, voll. Dann haben wir noch den letzten Schuh. Nike Kyrie 4 Chinese New Year, der auch morgen droppt. Der sieht noch nice aus. Richtig nice. Wow. Nein, den finde ich geil. Also, ich finde es speziell. Also die Rose, ja, wie man es nimmt. Aber eben zum Playen und so ist es sicher geil. Das bringt dir die weibliche Seite von einem Mann. Weißt du, ah, okay. Yeah. Das finde ich geil. Und ich bin eher so ein Kung-Fu-Typ, weißt du? Ja. Von dem her, Chinese. Und die Farbe finde ich auch so. Dann, wäre es das eigentlich schon gewesen. Es ist wirklich gut gelaufen heute mit dir, es war geil gewesen. Danke an dieser Stelle, dass du vorbeikommen bist, dass du Zeit hast, um ein Video zu machen. Finde ich ganz geil. Möchtest du noch irgendetwas an die Leute draussen sagen? Möchtest du irgendetwas ausrichten, irgendetwas shoutouten? Ja, shoutout zu mich, weil ich ein geiler Sieg bin. Hey, das ist ein Joke, aber ich bin wirklich ein geiler Sieg. Shoutout zu Evil, der jetzt mit mir jetzt gekommen ist, weißt du. Weil ich auch nicht alleine kommen. Jetzt im April droppen wir noch ein neues Tape zusammen, weißt du? Und den müsst ihr halt unbedingt abchecken, wenn es rauskommt. Sehr wichtig, sehr wichtig. Könnt ihr ihn abchecken. Ich habe auch alles in die Infobox rein, da, alle Links und so, dass ihr schauen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Like, kommentieren. Peace!